jetzt aber. So, wo müssen wir hin? Wir sind fast auf dem Weg. Da hinten sieht man es schon. So. Bist du nur ein gesuchter Mann? Das bin ich immer gewesen. Das passt jetzt überhaupt nicht. Oh nein, oh shit! Das habe ich vergessen. Ja. Kommst du bitte mal? Wieso kann ich nicht aufsitzen? Okay, ich muss ganz oft F drücken, dann kommt er immer einen Schritt näher. Warte. Immer wenn ich F drücke, kommt er einen Schritt näher. Ich muss nochmal F drücken und 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 nochmal F drücken. Wir haben ihn gleich. Nochmal F drücken. Jetzt kommt er nicht mehr näher. Was? Geht unsere Ausdauer sowieso runter? Ah, wir gucken mal. Ich versuche mal nicht zu schnell zu, ne? Shit. Wir haben uns im Wasser schon mal aufgesetzt. Ist uns schon mal passiert. Wir sind im Wasser schon mal, wir haben das schon mal geschafft. Wir sind im Wasser schon mal aufgesessen auf dem Reitmount. Okay, F drücken, während man auf ihn zuschwimmt. Das hat funktioniert. Oh, jetzt wieder kalt. Kommen wir da raus. Gut. Na gut. Die Insel würde ich auch noch gerne erforschen, aber nicht ohne meine Sphäre. Nicht ohne meine Sphären. Ich brauche meine Sphären. Wo sind denn meine Sphären? Meine düsteren, unheimlichen Sphären. Oh, Munition haben wir. Ist auch schön, aber was brauchen wir denn für die hier? Carbonfasern brauchen wir dafür. Und Zement. Zement? Ist es meant to be? Warte, wie viel Zement können wir machen? Wir brauchen Knochen dafür, ne? Das war's, glaube ich. Wir haben keine, wir haben, okay, wo kriegen wir denn Knochen effizient her? Wo kriegen wir effizient Knochen her? Oh, geil, oh, hey, dankeschön. Okay, verstehe. Verstehe. So, das geht ja schnell, dann mache ich gleich mal eine Shoppingtour. Aber vorher schaue ich noch an, was haben wir gefangen? Eine Menge. Ein paar Ragnarhawks, genügsam. Aber ich wollte ganz kurz gucken bei unserem... Hier. Blitzschnell! Beacon-Sattel benötigt. Okay. Auf wen möchte ich denn reiten? Wir haben Flöckchen. Wir reiten den Shitstorm. Blitzen ist eigentlich nice, ne? Blitzen gefällt mir gut. Ich finde Blitzen gut. Ich tue mich schwer, Leute von den Zuschauern zu nehmen, weil ich dann die Leute ja immer reite. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie... Aber Blitzen finde ich schön. Hat so ein bisschen was von, Weihnachtsmann halt, ne? So. Leute, was ist mit euch? Was ist, wenn ich euch jetzt reite, dann steht's morgen wieder in der Watson. Ja, das will ich nicht.
So, pass auf, ich mach mal Blitzen. Oh. Ich weiß, wie ich den nenne. Unser treues Ross, die Abschlagszahlung, die ist immer für uns da. Die ist immer für uns da. Und wird immer mächtiger und größer. Die ist es einfach. Abschlagszahlung, komm zu mir. Und da kommt sie auch immer. Regelmäßig. Sehr gut. So. Ich wünsche dir mit den Geschwindigkeiten dabei. Oh, drei Feuer, drei Tragen. Ist aber geil eigentlich. Eigentlich cool. Incineram. Ja. Kann man bestimmt gut als Angriffspad nehmen. Die Fanglope. Da haben wir noch den Boss irgendwo. Ach, hier. Ja. Auch nicht interessant. So, dafür brauchen wir noch den Sattel, ne? Ab für die Abschlagszahlung. Leaspunk. Fanglope auch fast gut als Kampfpad. Incineram knockt Feuerkugel 150, geil. Feier ich ein bisschen. Oh nein, der kriegt eine D-Synchro. Den haben wir gefangen, der kriegt eine D-Synchro. Feuerkugel 150, aber frisst wie eine Sau, ist ein Angsthase. Oberbergmann bringt uns nichts, okay. Fangload super schnell. Ja, als Reittier, glaube ich, ne? Aber ich mach meistens Flugmounts. Ich habe jetzt auch zwei Mounts mit dabei, aber ihn habe ich nur dabei, wenn sie wieder ertrinkt. Als Notfall. Wie man gerade gesehen hat, ist sinnvoll. Ich reise mal kurz zum Händler. Als Reitmount hatte ich mir, glaube ich, auch was aufgeschrieben. Nee, hatte ich nicht. Ich dachte. Nö, offenbar nicht. Na gut. Okay. Ich nehme mal kurz die Kohle mit. $1 Million. Können wir nicht Elfen nach Knochen fragen? Ich meine, die arbeitet sich hier eh immer mit dem Bannhammer ab. Da können wir vielleicht mal gucken. Die hat bestimmt mal ein paar Knochen dabei. Müssen wir gleich mal schauen. Warte. Ja, kann ich jetzt auch R drücken, ist egal. Was habe ich denn da gefunden? Stärke 130, geil. Nice. Okay, hier nicht. Hat man die nicht sowieso irgendwo? Oder war das alles hier? Hier war das, okay. Nee, warte, erstmal den hier machen. Okay, haben wir sowieso schon. Stärke 130, geil. Okay. Bup, einmal nach vorne. Die kommen noch. Achso, die habe ich ganz übersehen. Die habe ich auch noch. So, die kommen raus. Den, den. Achso, Rezepte habe ich gar nicht dabei. Aber die Barnel kommen hier rein. Ich habe schon wieder ein Fleißamulett. Junge, wie viel kriege ich noch? Wessen Raid habe ich nicht gesehen? Oh, Alpha Kevin, entschuldige bitte. Ups, lieber Alpha Kevin, herzlich willkommen, guten Tag. Na, wie geht's? Danke für den Raid. Entschuldigung, ich bin gerade so drin hier. Ich konnte nämlich, und das war sehr sentimental, ich konnte gerade einen sehr guten alten Freund von mir retten. Ja, ich konnte ihn zurück auf den guten Weg führen. Deswegen war ich gerade noch emotional auch ein bisschen beansprucht. Ja. Ich glaube, auch der gesamte Chat war einfach ergriffen. Es war so schön, dass... Und spannend auch. Spannend war es auch. Also alles einfach. Da war alles mit dabei. Alles. Liebe, Verlust, Trauer, Leid, Elend. Ja, und am Ende aber trotzdem, ich will nicht spoilern, aber schon ein bisschen Happy End. Ja, es war einfach alles dabei. Also ein Emotional Rollercoaster. Ja, ein Emotional Rollercoaster heute für die Zuschauer. Ein Traum. Und jetzt gehe ich ganz kurz eben, ich habe eine Demonstration organisiert, ja. Ich habe eine Demonstration für Menschenrechte, habe ich organisiert. Da will ich jetzt ganz kurz dran teilnehmen. Eine Sekunde.
Auch das ist uns sehr wichtig hier immer, ja, dass wir uns für Menschenrechte einsetzen. Deswegen ist hier eine Demo, die ich organisiert habe. Ich mach die Tür mal wieder zu. Huch. Mach die Tür wieder zu. Für Menschenrechte. Menschenrechte sind ganz gut. Für Menschenrechte. Menschenrechte sind ganz gut. Ja. Juhu, wir sind alle hier heute versammelt für die Menschenrechte. Ja. Das ist eine Demo hier. Sehr gut. So. Dann gucke ich mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz mal Elfin hier von der Menschenrechtsdemo holen. Elfin, tut mir leid. Du kannst dich gleich wieder dafür einsetzen. Danke, Leute. Vielen Dank für eure Arbeit. Vielen Dank. Ihr seid sehr wichtig. So. Sehr gut. So, prima. Das haben wir. Dann möchte ich nochmal ganz kurz eben gucken. Hier in unserem Menschenrechtslager, Wernemünde. Ganz kurz die Elfling. Lynn, hör mal. Ja, klar. Kann ich bei dir Knochen kaufen? Ja, ist ja formidabel. Ich kaufe gleich mal 100 Stück, ja? Hervorragend. Danke, Elflin. Vielen Dank. So, Zement. Oh, da habe ich vielleicht ein bisschen... Ah, da war... Und wir brauchen noch... Wir brauchen ganz... Oh, Pellsaft. Ich denke gerade über meine Lebensentscheidung nach. Ja, die Enterhakenpistole habe ich natürlich gerade hinten im Dingens. Ist egal, ist nicht so wild. Ist nicht so wild, es war der Zement. Die Knochen lasse ich auch mal hier drin, ist ja egal. Lynn! Lynn? Habt ihr Lynn gesehen? Oh nein. Au. Wer holt da gerade die Steine? Wer holt die Steine immer wieder weg? Es ist Bella Nikita. Deswegen werden die niemals fertig. Weil Bella Nikita immer die Steine wegholt. Lynn! Lynnsi-Maus! Ah! Da finde ich sie. So, sehr gut. Nennt sie bitte nicht so. Das ist nicht gut. Warte. Hast du Pellsaft? Ah, nicht. Gut. Schade. Das ist sehr schade. Was mit Anubis? Soll ich ihn hier so lange draußen lassen? Ich meine, wir haben, glaube ich, genug Salat, ne? Ich glaube, wir haben genug Salat. Ja, haben wir genug. Okay. Ja, Anubis, starke Arbeitskraft. Gut, dass ich ihn draußen lasse. Ich überlege gerade. Wir haben Munition. Wir haben Inventar. Wo war denn die Küste mit dem Brot? Hier. Hier brauche ich keine Sphären. Ich bin wegen was anderem hier. Ah, schön hier. So. Fahren wir zurück. Down by the river. La 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 la. So.
Falsche Richtung. Hier sind irgendwie weniger Pelz als nachts, habe ich das Gefühl. Warum ist das denn so? Robin Quill Faulenz. Ja, kaum nicht mal weg, natürlich. Irgendwie... Ja, Ruby, dich brauche ich nicht, das ist mir egal. Oh, ein Ei. Aber wahrscheinlich ein kleines, ne? Oh, okay. Shit, okay. Ja, das neue Mount habe ich nicht dabei, weil wir noch keinen Sattel haben. Ganz kurz, kann ich... Haben wir denn schon die Möglichkeit? Ach, Floppy-Halsband war das, okay. Haben wir denn schon die Möglichkeit, Kitsun-Sattel, Pyrin-Sattel, Repytro, Dark-Pyrin-Sattel, das hier war einfach... Beacon-Sattel. Kostet 3 Punkte, wir haben ja ein paar. Mhm. Sorry. Muss ich holen. Nee, Venom Christ Sattel. Nee, 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 nee. Okay. Dann hole ich Ragnarok. Soll ich Ragnarok? Aber der ist halt nicht blitzschnell, ne? Der hier ist blitzschnell. Wir haben einen blitzschnellen Beacon und wir haben einen, naja, eher so okay, semi-aktuellen, semi-guten. Aber der ist halt Level 37. Könnte besser sein. Beacon ist schneller. Das ist alles, was mich interessiert. Geschwindigkeit, Leute. Ich will ein bisschen PS auf die Straße bringen hier, ja? So, ich brauche einen Sportflitzer. Ich brauche keinen rustikalen Pell, der einfach gemütlich ist. Oh ja, guck mal. Wir können ja noch ein paar Punkte farmen. Oh. Hallo, mein Freund. Wie geht es dir denn? Oh. Kannst du mir sagen, wo ich lang muss? Okay. Oh, danke. Oh, oh, hier muss ich aufpassen. Nein, 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 nein. Ich will keinen Stress kriegen. Oh nein, mein Kumpel ist tot. Wie ist das passiert? So. Ich erkläre es einfach nur gerne. Leute haben Fragen, ich liefere die Antworten. So. Oh nein, ich bin klein. Oh, ich bin so süß. Ich werde bestimmt nie sterben, weil ich so süß bin. Ja, hast du gedacht. Das hilft jetzt auch nichts. So. Die machen immer auf süß, aber die sind eigentlich bitterböse. Die sind bitterböse, was soll ich euch sagen? Huch. Und das waren Zeugen. Niemand braucht Zeugen. 4 Pellsaft, okay. Müssen halt ein bisschen grinden, es hilft nichts, wir brauchen die Sphären, aber ich hoffe, wir kriegen noch eine bessere Lösung statt das. Lade nach, warte mal so lange, danke. Hä? 3 Schuss? Wow, nice. Seine Eltern wären stolz auf ihn. Wäre er nicht tot. Jetzt reicht's aber. Oh. Guck mal, der freut sich richtig. Wieder einfach gerade eine Rolle gemacht hat vor Freude. Das ist so süß, einfach diese aufrichtige Freude in ihren Augen zu sehen. Ich bin wieder Weihnachtsmann hier an der Küste. Ich bringe Geschenke aus Blei. So. Okay, wo ist hier noch einer? Da. Gut. Gut, gut, gut. So. Robin Quill faulenzt. Ach, Robin Quill ist wahrscheinlich wieder durchgebackt irgendwo, ne? Dich lasse nicht auf meine Kinder aufpassen. Haben die Pellsaft? Apfelsaft geht auch. Mir ist egal. So. Wenn die schlafen, kann man die viel besser töten.
doch nicht so stur jetzt. Ne, hier kostet Ausdauer, das mache ich nicht. Oh, shit. Wow, aus der Entfernung. Cool. GG. Nice move. Oh. Meine Reaktionszeit aber wieder. Komm mal näher. Nick, jetzt komm mal näher einfach. Noch näher. Komm mal noch näher. Lul. Hat einen anderen getroffen gerade. Ich glaube, er ist nicht begeistert davon. La! Oh, 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 aua. Nicht auf mich. Macht euch gegenseitig fertig. Ich will zugucken. Ja, Mann. Ja, so lohne ich mir das. Los, da schießt euch gegenseitig. Nicht auf mich. Ja, so. Wenn zwei sich streiten. Da ist der Gumos-Boss schon wieder. Aber ich habe keine Sphären dabei. Na, guck mal. Wir probieren mal unser Glück. Die armen Tiere. Aber hast du gesehen, wie aggressiv die sind? Die bringen sie halt alle gegenseitig um. Damit das nicht passiert, bringe ich sie vorher um. Weil das ist nämlich sonst tragisch. Oh, hast du gesehen? Die sind auch richtig aggressiv. Sag mal. Oh. Ups, Entschuldigung. Ich wollte die süßen Kätzchen nicht anschneiden. Didi. So, dann testen wir gleich mal, ja? Ist hier noch eine Sphäre? Yo, zwei Sphären. Cool. Nehmen wir mit. War hier nicht eh... Da ist unser Haus. Einmal Full Circle. Cool. Hallo. Lade nach. Okay. Dankeschön. Ich brauch den gar nicht. Hab nur mitgenommen, weil es geht. So, was glitzert denn da Schönes? Ach so, Wolle. Down, 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 by the river. Kommen die eigentlich, wenn man die angreift? Also der nicht mehr. So. Okay. So. Ist das da irgendwas? Ja, aus dem Fuchsbau ist aber nichts. Dam, 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 dam. Das war sehr raffiniert ausgewichen. So. Ich glaube, wir brauchen eine andere Stelle. Das hier ist. Wir kriegen hier schon was, aber es ist nicht ergiebig genug. Das ist es nicht. Wie viel haben wir jetzt? 37. Das ist nicht ergiebig genug. Wir können hier ein paar Mal hoch und runter laufen, ist okay. Wir kriegen hier ein bisschen was, aber für die Menge an Sphären, die wir brauchen, ist es das nicht. Auch wenn die hier alle respawnen natürlich. Und zwar relativ zügig hier an der Küste. Oh. Das war wieder sehr raffiniert. Wie viel brauchst du denn? Eigentlich, ich würde sagen, wir brauchen bestimmt, nicht jetzt, aber so insgesamt bestimmt 1000 mehr. Wir müssen ja sau viele Sphären machen. Und es gibt Pelz, die lassen 100 pro, genau wie beim Öl, auch mehr von dem Pelzsaft fallen. Und ich glaube, ich weiß welche. Diese nervigen Viecher in der Wüste.
von den 3 Milliarden da rumlaufen und wo keiner nachweinen würde. Genau die Gopfins, genau die. Die würde ich gerne mal ausprobieren. Und bei denen ist es auch nicht schade drum. Am schönsten wäre es, wenn wir irgendjemand auf die Farm stecken könnten. Gibt's da eins? Kann man Perlsaft auf der Farm sammeln? Nee, ne? Ah, shit, okay. Die farm ich auch gerade. Wir brauchen nur einen guten Einstieg bei denen. Oh ja. Ja, dann komm mal her. Schieß mal ruhig gegen die Wand. So. Ja, okay. Saft und Öl noch mit der Farm, das wäre, glaube ich, ganz gut. Muss ja keine riesige Frequenz haben, aber wenn man das irgendwie automatisieren könnte, das wäre schon ganz gut. War das sonst, sonst dauert das halt ewig lange. Ich kann mir nicht vorstellen, immer Bock zu haben, loszulaufen und Viecher zu killen im Dutzend oder hundertfach, wenn ich auch genauso gut einfach 1 bis 2 Viecher einfach nur auf gute Art und Weise versklaven kann. Ja? Und ihr das Öl dann so rauspresse. So. Man hat's nicht leicht als Pähltrainer. Man hat's aber nicht leicht. Wo ist da das Mitleid? Hallo? Hi! So. Guck mal, ich zittere schon vor Aufregung. Ich bin so angespannt. Ja, ja, Feuerdrüsen haben wir schon, die haben wir schon gefarmt. Aber die brauchen wir ja gerade nicht. Okay, warte mal. Ja, dann sind es halt erstmal nur 54. Wir müssen da, wo war denn hier, wo ist denn da? Da hinten. Dann gehe ich einmal wieder zurück. Wir gucken mal. Oh. Und einer auf dem Weg. So. Oh nein, was ist denn hier passiert? So. Die, also, ne, wenn ihr mal Pellsaft braucht für den Anfang, dieser Strand hier ist ideal. Hier laufen sehr viele Creatures rum, alle Level 1. Wenn man nachts hierher kommt, schlafen die alle und du kannst einen nach dem anderen auseinandernehmen. Das geht super. So. Wenn ihr mal farmen wollt. So. Ich bin natürlich ins falsche La... Wow, die freuen sich aber sehr, mich zu sehen. Okay, warte mal, ich räume hier nochmal kurz auf zwischendurch. Kurzer Zwischenstopp. Geh gleich weiter. Alter Schwede. Alter Schwede. Der hochwertige Stoff, wie viel brauchen wir denn davon? Boah, wie den rausscheißen. Hier ist Salat aus irgendeinem Grund. Die nehme ich trotzdem mal mit. Okay. Nehme ich auch mit. Normalen Stoff. Ich habe einen Tomatensamen bekommen, warum auch immer. Nein, nicht schon wieder. So, okay. Den schmeiße ich mal hier rein. Können wir inzwischen wieder ein bisschen Salat? Boah, ja, ja. Beeren brauchen wir mal wieder. Wir brauchen noch ein Beerenfeld. Wie viel können wir machen? 163 kann ich gleich hier lassen, ne? Diesmal kann ich ihn gleich hier... Habe ich letztes Mal auch hier gelassen? Ich weiß nicht genau. Da hinten rein habe ich ihn geschmissen, ne? Ah, okay. Weizen haben wir eine Menge. Mehl habe ich auch noch vorsichtshalber, aber wir brauchen noch rote Beeren für die Torten, damit wir hier ein bisschen... Tschakka, 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 tschakka. Ja, damit wir mal ein bisschen... wir brauchen noch ein Gatter weniger. 2 Gatter reichen inzwischen. Und wir könnten stattdessen da noch eine Zuchtstation machen. Oh.
So ist kalt geworden. Ich hole mal kurz ihn. Ach, der macht jetzt Salat, ne? Okay, dann mach ich. Dann. Mach du lieber. Ist effektiver. Jo, das geht. Okay, okay, okay. Ach, das ist ein Schwanz da. Okay. Ich habe das Gefühl, wir brauchen hier mehr von den großen Sofen, aber er pennt hier, das Ding ist leer, also irgendwie... Oh, und wir haben wieder einen Pell, der aus der Welt gefallen ist, im Moment. Eine Sekunde. Wer ist denn da gerade hungrig? Wer muss denn hier mal kurz gerettet werden? Hier. Raus und dann schlafen wir gut. Gute Nacht. Schlaf schön. Whisper of Spring war's. Wird morgen früh erstmal essen. So. Ich warte kurz Salat ab, dann kann ich hier nachfüllen, dann können die wieder fröhlich arbeiten und weiter Salat machen. Irgendwer hat da hinten gerade gelevelt. Aber niemand von uns, glaube ich. So. So. Nun. Prost. Angriffsmacht ist so stark, weil wir den mit Pellseelen gefüttert haben. Massiv mit Pellseelen nach vorne gebracht, an der Statue. Und das würde ich auch gerne, das würde ich auch gerne mit, Chicken oder Schaf? Ich weiß noch nicht genau. Ich würde, aus Tradition würde ich, glaube ich, gerne in Richtung Chicken gehen. Als Kampfmaschine, so ein kleines Mini-Chicken. Auch weil wir zuerst in so ein Chicken reingeboxt haben. Das war das erste, was wir gemacht haben, glaube ich, oder? Ich glaube, ich hätte Bock, ein Kampfhühnchen zu machen. Es müsste eigentlich auch gehen. Wir müssen es auf unser Level bringen. Haben die Shinies irgendwelche Vorteile? Nee, ne? Außer, dass sie groß sind. Aber ich will es eigentlich klein haben. Ich hätte schon gerne ein ganz kleines Evil Chicken. Ja, und dann nach all den Jahren kämpfen wir auf derselbe Seite. Aber ich glaube, ich müsste sie auch zurechtzüchten. Die haben meistens bessere Passive, okay. Was ist dein Lieblingspell bisher? Ich muss zugeben, ich weiß nicht warum, ich kämpfe nicht mit ihr und sonst auch nicht, aber ich finde die Flambelle voll, ne? So als die werden auch ein super Kampfpad. Die Flambelle ist, bringt eigentlich nichts oder sonst irgendwas, aber irgendwie so, liest immer so rum, macht ihr manchmal den Herd und so und fand ich immer ganz süß. Ansonsten mein Lieblingspad, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich kenne noch nicht alle. Weiß ich noch nicht. Ne, Flambelle ist die niedlichste von allen, finde ich. Ich habe eins, werde aber nicht spoilern. Oh, okay, dann kenne ich das noch nicht. Ja, wir gucken mal. Ich sehe Milchbaum als Kämpfbild. Ach, du meinst so eine Kuh? Also ich würde sowieso erstmal zurechtzüchten, ne? Ich brauche ein paar gute Passive-Skills auch bei dem Huhn. Oder was auch immer das ist. So, dankeschön. Salat ist gemacht. Ach, shit, Kälte. Okay. Da kommen wir mal raus. Dann Salat rein. Oh. Wieso habe ich ein Ei? Klaus Uwu schlürft ein Ei. Und einen Weizen habe ich auch. Warum auch immer. Okay, okay, okay. Dann. Wen will ich da breeden? Ich habe die Anubisse noch bei uns in der Hauptdingens rumlaufen, ne? Ich muss die mal ganz kurz rausholen da. Dann kann ich die schon mal breeden. Ich will irgendwann hier alle Handwerker durch Anubisse ersetzen, aber ich will geile haben. Ihn zum Beispiel, aber ohne Duckmäuser. Da ist Kami. Wo habe ich den hingepackt? Blitzschnell Handwerksmeister. Blitzschnell Handwerksmeister, okay. Ich pack die beiden mal. Ach, die sind eh noch drin.
Zucht hängst. Wenn wir Zuchthengst haben, brauchen wir eine Stute eigentlich, ne? So. Okay. Wir gehen mal ganz kurz hier. Da müssen wir mal ganz kurz eben rein und dann. Warte. Beide mal mitnehmen. Komm mal mit. So. Dann einmal rein. Und dann noch einmal. Komm mal mit. So. Und die Balz beginnt. Sehr gut. Nicht zugucken. Nicht. Was ist denn hier los? Stöpsel, Anzug, Robe. Sag mal. Naja. Wenn es bei der Arbeit hilft. Alles, was euch motiviert. Irgendjemand ist wieder am Felsen. Ich schau mal. Wer ist denn wieder hinter die Wand geglitscht? Wer ist denn hier hungrig von euch? Wer könnte das sein? Wer? Das Milchbaum? Ich sehe ihn nirgends. Ja, ich glaube Milchbaum. Ja, ich glaube. Ist das überhaupt noch ein Milchbaum? Nee, ist Mozzarina of Time. Ah, haha. So, die ist durchgeglitscht. So, ab. Friss was und dann ist gut. So. Okay. Ich würde gerne nochmal zurück. Ich will einen Sattel machen. Ich würde gerne einen Sattel machen. Kann ich den hier machen? Muss ich an der Pellwerkbank machen, ne? Holzkohle, Steinkohle. Carbonfaser können wir... Junge, ich habe so viel Steinkohle. Ich mach's gerade mal. So, maximieren. Ich muss, glaube ich, noch ein paar hier lassen, ne? Ach, okay, die laufen jetzt alle rüber. Der Bilder ist Handwerksmeister. Na gut, komm. Komm, Bildi. Nein, ich... Okay. Ich wollte einen Sattel machen. Sattle bleu. Wo ist der denn nur? Griswold Minigun können wir auch machen. Oh, geil. Hält zu viel, quivern. Aber wir machen einen Beacon. So. Kommst du mir helfen? Dankeschön. Wow, okay, wow, okay, wow. Danke. Dann würde ich gleich noch eine Grizzly Gun machen. Wir brauchen noch, eine Grizzbolt Gun. Wir brauchen noch 6 Polymerplatten. 6 Polymerplatten. Okay, die können wir gerade nicht bauen, weil... Okay, die können wir jetzt bauen. Oder können wir die noch nicht bauen? Na, guck mal. So. Lynn, ich habe das gerade im Mod-Chat gesehen. Die Lynn hat gerade eine Flambelle Erika genannt. Aber, wie ich gerade sagte, die Flambells sind die süßesten Pals im Spiel, deswegen nehme ich das als Kompliment, ja? Natürlich ist es ein sehr männlicher Flambell. Ja, Motoröl, Kettenfett, Testosteron. Ja, sehr. Flambell mit Ganzkörperbartwuchs. Einfach, es sind überall Bart einfach nur. Ja, ich finde das schon süß. Danke, Lynn. Vielen Dank. Sehr, sehr sweet. So, warte. Jetzt mach ich ja mal 6 Polymer. Kann ich die hier machen oder kann ich die nur fabriziös herstellen? Ich glaube nur fabriziös. Okay. Ah, shit.
Darfst auf keinen Fall sehen, was ich Gronkh genannt habe. Okay, Nana Wert kommt wieder in den Mixer. Okay. Dann weiß ihr Bescheid. Ich weiß jetzt schon, wen ich Bronco nenne. Mhm. Jetzt will ich einen großen Mistkäfer. So, warte, warte. Dildi, dildi. Ich hätte die Carbonfaser nicht machen sollen, ne? Sag mal. Der baut ab. Nee, nee, Bilder, du machst mal schön hier. Huh. So. Entschuldigung, lieber ohne Fans-Damen. Wir hauen alle ohne Fans-Damen hier raus und ballern jetzt schon mal Anubis da rein. Ich bin ganz ehrlich, das scheint die Arbeitsmoral hier definitiv zu steigern. So, ich wollte Carbonplatte machen. Polymer meine ich. Mal Polymer, mal Poly weniger. Geil. Ding, ding, bing, bing. Ich hätte übrigens auch gerne so Querstreben, ne? Dass man hier so Holzbalken hat, die zum Beispiel hier so an der Seite, dass sie so runterhalten. Oder gerne auch die Dinger hier, dass man die noch andersrum hat. Dass die lange Seite oben ist. Das wäre relativ easy, aber das wäre ganz leicht. So, Dankeschön. Ach so. Warte. Badam, bam, bam, ba. Badam, bam, bam, ba. Moment. Bilder, kommst du mal bitte? Kommst du mal bitte, Bilder? Hilfst du mir mal? Geht wesentlich schneller. Ist immer noch langsam, also immer noch, dauert immer noch lang genug, aber nun. Mit eurer Hilfe, wenn wir zusammen F drücken, geil. Das geht viel schneller, ich merk's einfach, wie schnell das geht. Vielen Dank fürs F drücken. Ihr seid super. So, ich würde am liebsten mal einen Griswold mitnehmen, just for fun. Brauchen wir einen Sattel für den? Wahrscheinlich, wa? Ah ne, wir können ihn, glaube ich, gar nicht reiten, ne? Bleibt jetzt da oben stehen. Okay, ich muss ihn mal kurz befreien. Warte kurz. Mal her. Du bist frei! Flieg! Wieder Steine kloppen. Sie machen es so gerne. Sie kloppen so gern Steine. Seht ihr, die haben aber Spaß daran. Das ist es einfach. Was macht sie? Transportiert, aber was? Irgendein Stein, der gespawnt hat, oder der Base, glaube ich. Okay, dann lass mal kurz gucken. Bodenständig, stämmiger Wuchs, 90-40-30. Verteidigung plus 20 klingt gut. Keiner wird böse sein, oder? Das merkt keiner, wenn wir das machen. Okay, warte, ich muss kurz mal einen ablegen. Shenlong, seinen Bruder. Lege ich mal ab. Nee, lieber Bronco Buster. Ich bin ganz ehrlich, Bronco. Ja, komm. Egal. So.
Er kommt mit. Wen wollte ich noch mitnehmen? Ach ja. Abschlagszahlung wollte man mitnehmen, ne? Statt Shitstorm wahrscheinlich. Oder statt Flöckchen? Ich guck mal. Aber Shitstorm können wir auch ersetzen. Wir gucken gleich mal. Ich glaube, wir sind soweit. Kommen wir hier raus? Eigentlich? Nee, ne? Nee. Aber wir können mal schnell gucken, was mit den Eiern ist. So. Dann. Was haben wir hier? Wir schauen mal kurz. Noch ein Anubis. Na sowas. Ich glaube, wir können langsam die Anubis hier ersetzen. Noch ein Anubis. Na sowas. Noch ein Anubis, na sowas. Wir hätten vorher durchsortieren sollen, ich Idiot. Jetzt muss ich mir die zusammensuchen. Noch ein Anubis, na sowas. Wir können hinterher durchsortieren. Wir müssen die erste Fuhre Anubisse bald mal in den Safter schrauben, ne? Das werden langsam zu viele. Oh, Alter, der hat gerade drei geile Trades, glaube ich. Oh, ich glaube, wir hatten gerade drei geile Trades. Ich muss gleich mal gucken. Der war wirklich cool. Der nicht. Der kommt komplett in den Safter. Die Welt muss von dem beschützt werden. Einmal Handwerksmeister reicht heute auch nicht mehr. Ach so. Ja, ich drücke die ganze Zeit F. Aus Gewohnheit. Okay, 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 okay. Geil. Ach, stämmiger Wuchs brauchen wir ja nicht. Stämmiger Wuchs brauchen wir nicht bei Anubis. Okay, schade. Ich guck gleich nochmal. Ja, schade. Brauchen wir nicht. Blitzschnell und Handwerksmeister, super. Stämmiger Wuchs brauchen wir nicht. Blitzschnell. Blitzschnell und Handwerksmeister. Oberbergmann. Ja, okay. Guter Läufer. Ja, okay. Gut. Ich bringe die Scheiße mal kurz nach oben. Ist hier noch irgendwas, was wir gemacht haben? Sphären brauchen wir noch, ne? Wir wollten auch die geilen Sphären machen. Carbonfaser. Wir wollten auf die hier gehen. Wir brauchen mehr Zement, das heißt, wir brauchen mehr Knochen. Carbonfasern können wir machen. Wir sollten die Damen langsam ablösen. Anubis isst leider mehr. Das ist ärgerlich ein bisschen. Drei auf Bergbau, das ist, oh Gott, die Steine. Wir werden so viele Steine haben. Guck mal kurz, wie wir hier schon mal einsetzen können. Handwerksmeister, blitzschnell Handwerksmeister. Wir benennen die später um, ja? Blitzschnell Handwerksmeister. Duckmäuser ist hier, glaube ich, egal. Upp. Oh nein, der eine hat Endlosmagen. Oh fuck, habe ich nicht gesehen. Ja, da kommt raus. Kann ich mir nicht leisten hier. Aber es läuft schon mal. Ja, dann rein da. Selbst zu zweit ist das ein sehr gutes Tempo. Geil. Es ist so sinnlos. Es ist mega sinnlos. Uff, ist das sinnlos. Oh Gott. Aber die tragen schneller weg, als sie kloppen können. Das heißt, wenn ich mal kurz in die Kiste gucke. Oh Gott, das Holz. Naja,
Beschäftigungstherapie. Wir sollten die ganzen Holzleute, wir sollten die beiden hier wegkloppen, oder? Schwefel und Gorirat könnten wir, glaube ich, rausballern. Die brauchen wir eigentlich nicht. Die kosten uns nur Essen. Und Robin Quill brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Jetzt haben wir halt Anuben, die können gerne Steine kloppen. Steine werden wir brauchen, weil... hierfür. Das kommt alles noch. Alter. Soll ich schon mal? Soll ich hier schon mal anschmeißen? Ich glaube, wir haben schon ein paar gemacht. Oh, die habe ich nach oben gebracht. Okay. Ich glaube, ich soll das schon mal anschmeißen. Ich glaube, wir werden für die Palladium-Barren noch eine Menge davon brauchen. Gehe ich mal von aus. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wen haben wir denn jetzt wassermäßig? Brauchen wir uns ja nicht mehr, ne? Stufe 3. Wasser 3. Wasser 4 haben wir noch nicht. Flöckchen. Hat nichts mit Wasser am Hut. Schade. Ich dachte, ich kann ihr einen neuen Zweck zuführen. Aber sie kann erstmal Pause machen, die wohlverdiente. Wasser 2, Wasser 3, mehr Muskeln als Verstand. Aber da vielleicht noch was mit Arbeitsfleiß oder so. Das hier ist nichts. Die haben Wasser 2. Ja, da haben wir nichts. Ja, dann nehme ich einfach irgendeinen hier. Dann mach du mal. So, mal kurz gucken. Ja, das wird ein bisschen dauern. Das wird ein bisschen dauern. Okay, kannst du bitte mehr deine Base zeigen? Ja, wir machen das mal zwischendurch, ja? Also hier, wir fangen mal an. Hier war früher der Eingangsbereich, jetzt ein Pausenhof, ja? Falls die Pelz rauchen wollen oder so, hier ist ein super Freiganghof. Da können die kurz mal Sonne genießen, wenn sie sich an die Wand stellen. Das ist sehr schön geworden. Also ich finde unseren Außenbereich sehr schön. Sehr gelungen. Hier ist das Spaßzentrum, ja? Wir haben hier die heißen Quellen natürlich. Und hier ist einfach, das sind so Kinderspielplätze im Grunde genommen. Also hier kann man sich einfach mal richtig ausleben. Ja, was man machen will, die gehen hier ihren Hobbys nach. Wir zwingen die auch nicht. Hier, zeige ich gleich, geht's hoch ins Lager. Hier ist unser großer Aufenthaltsraum, wenn man wieder eine Rede geschwungen werden muss und so. Hier, ne, unser Symbol. Ein Happy Face hier oben. Glückliches Perlgesicht. Hier werden manchmal Reden geschwungen und dann um die Leute zu motivieren, einfach weil es dann Spaß ist, ja eine Spaßfreizeit hier, ne? Und hier oben noch unser großer Gründer Ernst Thälmann. Ja, der hat ein rotes Halstuch an. Dann hier drüben ist unsere. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Das ist hier die. Das ist so eine Ecke, da können Handys aufgeladen werden und andere Sachen. Hier ist die Heizung, damit das Ganze auch schön warm bleibt. Ja, wir haben eine Fußbodenheizung, die wird dann hier quasi durch die Boilereinheiten wird die hier aufgewärmt. Hier drüben ist unsere ausschweifende Mensa. Ja, hier fehlen noch die Tische natürlich ein bisschen und so. Hier wird gekocht natürlich für alle Leute. Hier haben wir, das sind so Hobby-AGs. Ja, also kann sich einschreiben in die Arbeitsgemeinschaften. Die heißen so, weil die einfach so heißen. Ja, aber es sind eigentlich Hobby-AGs. Da kann man zum Beispiel, hier kann man Sphären, seine Lieblingssphären kann man machen. Das geht. Oder hier einfach, falls du möchtest, kannst du dich in der Waffenproduktion auch ein bisschen ausleben. Ja, das sagen jetzt manchmal, hu, oh no, oh, oh weia, ja, aber wir haben einfach gesagt, die Kinder sollen sich selbst ausleben, die sollen ihren eigenen Hobbys frönen. Und hier zum Beispiel können sie Wolle knüpfen, Kleidung herstellen. Das ist liebevoll, nennen wir das die Sweatshop-Ecke, ja. Da werden Sachen für den Grongshop genäht. Und hier, wir haben für jeden Pal haben wir ein Einzelzimmer, ja. Mit allem komm hin und komm vor und komm weg. Ja, das ist alles dabei. Sogar das Harry Potter Zimmer haben wir hier originalgetreu nachgebaut. Da ist einfach alles dabei. Also man, ne, ist einfach super. Weil das Harry Potter Zimmer so beliebt war, haben wir ein zweites gebaut letzten Endes. Und hier oben ist sogar ein bisschen Zimmer mit Aussicht. Nur ohne Aussicht. Ja, die Aussicht haben wir vergessen, aber generell ist das hier, das sind die Suiten da oben. Dann hier ist noch unsere kleine, ja, wenn mal
wenn Leute mal einzeln arbeiten wollen, hier drüben wird Teamwork gefordert. Ja, da können 4 Leute ein Team bilden, können gemeinsam Arbeit begehen. Hier wird dann mehr einzeln gearbeitet für die Introvertierten. Auch das, daran wurde gedacht. Also wir haben wirklich alles. Ne, hier wird niemand ausgeschlossen. Hier oben geht's weiter. Hier ist der Flur natürlich zum Vorsitz. Also hier werden einerseits die Motivationsreden gehalten. Hier, ne, kann man schön gucken. Ihr müsst euch vorstellen, da stehen die alle hier und hören einfach zu. Natürlich hängen gebannt an den Lippen, was mal wieder gesagt wird. Ja, zum Beispiel, ja, das macht Spaß. Steine kloppen macht Spaß. Ja. Hier ist das bescheidene Bett. Hier müssen wir noch ein bisschen Luxus reinbringen. Der bescheidene Kronleuchter aus Gold. Ja. Dann haben wir hier noch, gut, das sind so kleine Sachen für unterwegs. Da kann ich auch sowas hier reinlegen. Antikes Bauteil, muss man schauen, ne. Hier selber, weil der Chef hier noch selber mit anpackt. Und hier natürlich steht einem selbst, weil man leitet ja die Institution, da steht einem natürlich auch ein geringes Gehalt zu. Das wird hier eingelagert normalerweise und auch kleine Anlageobjekte. Ja, das sind alles, Leute sagen, ich soll es verkaufen, aber die steigen im Wert. Ich glaube daran, das sind alles Investments, sind alles unsere Anlageobjekte, Saphire und Rubine. Ja, dann hier fehlt eine Wand wegen Frischluft. Nee, eigentlich, weil ich ja nicht bauen konnte. Dann haben wir hier eigentlich geheim, ist ein bisschen geheim, Licht ist an zum Glück. Hier haben wir unser, ich sag mal, Motivationsraum für Pals, die nicht richtig arbeiten wollen oder vielleicht der Gesellschaft, die Gesellschaft ist sich ihrer überdrüssig und umgekehrt, ja? Dann haben wir hier quasi, die müssen wir noch abbauen, die gehören hier nicht hin, die kommen jetzt inzwischen woanders hin, aber das hier ist der große, das ist wie so ein, kennst du diese Dinger, wo man so fliegt, da gehst du so rein, da kommt so Luft von unten und du kannst so fliegen, ja? Das hier ist sowas ähnliches, aber ein Mixer. Ja, da gehst du rein und da kommst du einfach, da kommst du einfach wieder raus und genau, du gibst der Gesellschaft was zurück. Ja, da gehst du, und auch das wieder Teamwork, du gehst mit mehreren Leuten rein und kommst gemeinsam als Saft wieder raus und kannst damit der Gesellschaft wenigstens passiv was beitragen, ja? Immerhin. Bist du noch, hast du da noch eine Funktion, eine gewisse. Das ist ganz gut. Das werden wir bald vermehrt brauchen, glaube ich. Hier ist unser Lagerhaus. Ja, da haben wir so alles mögliche eingelagert. Einfach so eine Art Dachboden. Wir haben viele Plätze noch frei, viele Slots, weil ich glaube, wir werden viele Sachen mal, wir werden viele Sachen noch brauchen. Da drüben ist noch ein Zimmer frei. Ich weiß noch nicht genau, was da reinkommt. Ich habe noch keine Ahnung. Hier. Ich habe überlegt, ob ich ein Klo reinbaue, weil wir sind ja der Aufseher und wir haben noch keins. Wäre gut für ein Klo. Können wir vielleicht mal machen. Sekunde. Das haben wir dann ganz kurz. Hier aus dem Lager kommt man wieder raus. Habe ich ja gesagt, ne, da kommt man ins Lager rein. So hier. Das war die Tür hier. Und wenn wir jetzt, das war auf der Seite, ne, wie gesagt, kommen wir dahin. Auf der anderen Seite, Sekunde, zeige ich dir mal eben. Kommen wir an Ernst Thälmann vorbei. Das ist hier. Ja, hier ist er. In all seiner Glorie. Moment. Und dann kommen wir nochmal eine Etage höher. Das ist ja Neubau. Sieht nicht so aus. Wir haben es ein bisschen, wir haben es ein bisschen urig gemacht, ne? Hier draußen demonstrieren wir durchgehend 24/7 für Menschenrechte, habe ich schon erklärt. Ja, hier ist die Menschenrechtsorganisation quasi. So. Und auf der anderen Seite haben wir hier unser Bruthaus, ist das quasi. Ne? Das ist so, hier ist dann nichts gespart, wir haben hier wohl temperiert und so weiter. Wunderschön, hier wird dann ausgebrütet. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich finde das sehr ausgeglichen. Und auf der anderen Seite haben wir, wenn man hier durchgeht, haben wir noch unser Eierlager. Ja, mit Containern, die werden natürlich verschifft und so an die Cuisine quasi. Wir haben hier einen Eiergroßhandel, aber die meisten brüten wir selber aus. Ja, das ist hier, da wird sehr viel gebrütet. Moment. So. Und hier oben, da kommen noch Container rein. Habe ich noch nicht gebaut, weil ich zu faul war. Das dauert so lange. Hier können auch noch Container rein. Ich weiß noch nicht, was ich hier mache. Habe ein bisschen Platz noch übrig. Und hier ist jetzt die neue Abkürzung. Wenn wir die Eier halt mal schneller nach oben bringen wollen, müssen wir nicht einen langen Weg laufen, sondern fliegen mal kurz nach oben. Ja. Von außen sieht die Base noch schäbig aus. Wir machen die noch schön. Ja, wir machen die noch schön, aber momentan ging es eher um die Funktionalität. Es ging mir um den Innenraum. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte noch keine Muße, das von außen irgendwie schön zu machen. Ich wüsste auch noch gar nicht, wie. Ja, wichtig ist erstmal, dass innen alles funktioniert, dass die Pals zufrieden sind. Das sieht mehr aus wie ein Arbeitslager, das verbitte ich mir. Herr Mausermann. Also das ist aber, vielleicht sollte ich ein Schild schreiben, wo einfach drauf steht Spaß. Dann wissen Leute natürlich, dass hier Spaß stattfindet. Hier findet Spaß statt, schreibe ich einmal drauf. Dann erkennt man das vielleicht besser.